Oh Mann, Freunde, ihr seht schon, ich bin gerade wirklich mächtig, deftig, sauer und das liegt daran, dass ich heute einfach einen Tag alles machen musste, was meine böse Babysitterin von mir verlangt hat. Oh Mann, ganz ehrlich, Freunde, es war echt schwierig, deswegen würde ich sagen, ein Like ist gleich ein Mitleid. Like gerne das Video. Aber Freunde, bevor das Video beginnt, würde ich erst noch sagen, falls auch ihr schon immer mal bei einem Fortnite-Video dabei sein wollt, dann aktiviert jetzt unbedingt die Glocke, liked das Video hier und abonniert unbedingt meinen Kanal. Und Freunde, joint auf jeden Fall noch meinem Discord-Server, der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Denn da werde ich immer meine Videos aufnehmen und beantwortet jetzt das folgende Quiz unbedingt noch richtig. Welcher dieser Skins ist der aktuelle Level 100 Battle Pass Skin? Ist es Antwort A, Darth Vader? Ist es Antwort B, Ghost Rider? Oder aber ist es Antwort C, Kado Torne? Falls ihr es wisst, schreibt mir in die Kommentare rein, Freunde. Benutzt gerne noch meinen Creator-Code VLOGS, die 2.0 im Item-Shop. Und jetzt, Freunde, viel Spaß mit dem heutigen Video. Schaut sich unbedingt bis zum Ende an und oh Mann, es wird komplett eskalieren. Viel Spaß mit der Babysitterin, wo ich einen Tag alles machen muss. Let's go! Ach, Bro, endlich Schulschluss, Mann. Das hat heute gar keinen Spaß gemacht, Mann. Der Lehrer hat die ganze Zeit nur irgendeinen Müll gelabert. Ey, Bro, was machst du eigentlich heute noch so? Bro, weißt du, was ich heute mache? Ich habe ein Date mit so einer richtig, richtig geilen Chaya. Nein, Bro, sag nicht, du triffst dich heute mit einer richtig hübschen Chaya. Ja, Mann, genau das mache ich, Bro. Ey, geil. Aber, Bro, ich habe kein Date, Mann. Ich will auch mitkommen. Wie, ey, Bro, warte mal. Bro, soll ich Victoria fragen, ob ich dann auch mitkommen darf? Hey, Mann, komm, frag sie. Lass dann so ein Doppeldate machen, okay? Ja, die sind ja bestimmt okay. Oh, Bro, die sind da unten sogar. Die warten auf uns. Warte, ja, lass mal hinter. Ey, Victoria, Aura, was geht ab? Alles klar bei euch? Auf jeden Fall. Vasili trifft sich ja heute mit Aura. Victoria, ich wollte fragen, ob wir vielleicht auch mit wollen. Also wir beide halt dann so als Paar. Ja, klar. Ja, okay, cool. Dann treffen wir uns so gegen 18 Uhr, richtig? Ja. Okay, alles klar, dann bis später. Ey, Vasili, Bro, ich freue mich voll. Ich muss da jetzt nach Hause, ja? Ja, okay. Ja, bis später, ne? Bis später, ciao, ciao. Heute einfach ein Date mit Victoria und mit Vasili und mit dieser Aura. Und dann einfach ein Doppeldate, Freunde. Geil, ich geh jetzt schnell nach Hause, Mann. Alter, die Videos von Relox, die mal wieder anschauen, die sind so lustig, Mann. Ey, warte mal. Wir haben es schon 17.30 Uhr, ich wollte mich doch in einer halben Stunde mit Vasili und diesem Mädchen da treffen. Oh Mann, Freunde, ich muss mich jetzt ganz schnell beeilen, Mann, schnell die Zähne noch putzen. Okay, fertig. Okay, ich muss jetzt schnell runter, Mann, ich muss meinen Eltern Bescheid sagen und dann gehe ich doch direkt hin, Mann, ich freue mich voll auf das Date heute. Na, los. Mom, Dad, ich muss jetzt auf ein Date, ich komme später wieder, ja? Später wieder, haut rein. Warte mal, ganz ruhig, Wo willst du denn hin? Papa, ich hab jetzt ein Date mit einem Mädchen. Ich muss jetzt echt los, okay? Nee, du hast nichts. Du komm mal her. Hey, was ist denn los? Hey, Papa, was ist denn los, Mann? Genau wohin? Ich wollte mich mit einem Mädchen treffen. Das kannst du knicken wie ein Knickebrötchen, ne? Hey, bitte, Mama, sag doch mal, Papa, was? Ich wollte mich doch heute mit einem Mädchen treffen. Nein, da muss ich deinem Vater einfach mal recht geben. Das geht jetzt einfach. Warum denn? Ja, ich und deine Mutter haben uns mal überlegt, nach ein paar Monaten mal wieder was zu machen. Heute gehen wir auf ein Date. Komm erst nachts oder am nächsten Tag wieder. Deswegen haben wir die Babysitter reingeholt. Die soll sich um dich, Drecksbümmel, kümmern. Hä, warum denn das? Aber ich brauche die Babysitter noch gar nicht. Ich bin schon 16. Papa, Mama, bitte, das könnt ihr mich antun, Mann. Und ihr wisst doch gar nicht, die Babysitter, das habe ich euch schon so oft erzählt. Die ist voll böse, Mann. Die ärgert mich immer. Das kann gar nicht sein. Doch, bitte, Mama. Hast du die mal angeschaut? Wie nett sie aussieht. Ey, Papa, bitte, du darfst das nicht antun, Mann. Ich will jetzt einfach gehen, okay? Ich will doch nur auf ein Date. Ja, die Ausreden, damit du eine Party schmeißen kannst in unserem Haus, ne? Nein, echt jetzt. Punkt aus, Mickey Maus. Du bleibst in unserem Haus und du gehst nirgendwo hin. Und die Babysitterin kümmert sich um dich. Kein Wort will ich hören. Ich bin dein Vater, okay? Ey, aber bitte, Papa, Nein. Ah, das hat ja geklärt. Warte mal, ich mach mal kurz die Tür auf. Och, Mann, das ist sie bestimmt, Mann. Ey, nein, sie ist so böse, Mann. Da ist sie ja schon. Ey, Papa, Guten bitte. Tag. Hey, Papa, bitte, sie ist böse, Mann. Schau dir doch mal. Nein, ich will kein Wort von dir hören, du Drecksbengel. Ja, okay, Papa, Mann. Ich freue mich, ich hab so Angst vor dir. Einen guten Tag, haben wir schon lange nicht mehr gesehen, ne? Ja, das stimmt. Na, kommen Sie schon mal rein. Oh, danke schön. Sie hat doch sogar ein Messer dabei, aber, Mann. Heute sind Sie aber ganz schön angezogen, ne? Ach, Sie aber auch. Vielen Dank. Hey, also, Papa, bitte, sie ist echt böse. Du darfst dich nicht mit ihr allein lassen. Das ist die böse Babysitterin. Was? Hey, Papa, bitte, Mann, du schreist mich voll an. Ja. Pass lieber auf! Ja, okay. Ich will nichts mehr hören! Das ist deine Babysitterin! Au! Aber Papa, Mann, du musst mich jetzt schlagen, okay? Jetzt sei ein bisschen netter zu ihr, oder willst du noch ein paar? Nein, alles gut, Papa. Jetzt kommen wir mal zu deinen Aufgaben. Also, der Boden muss gereinigt werden, der Kamin muss gereinigt werden, die Küche aufräumen. So, und dafür kriegst du jetzt deine 50 Euro hier. Mhm. Und du, damit du einfach mal dein Maul hältst, hier nochmal 20 Euro. Okay, danke, Papa.
Ja, okay, ja. Aber Papa, Mama, bitte dürfen mich nicht allein lassen mit der. Nee, 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 wir gerne, jetzt komm. Nein, komm, Papa, Schatz, Mama, komm, bitte komm, nicht, warum? Nein, 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 bitte nicht zu machen. Nein, bitte, nein. Hallo, Frau Babysitterin. Ach, Orksi, du weißt ganz genau, was jetzt erledigt werden muss. Ey, aber das sind doch deine Aufgaben. Ich hasse dich. Warum musst du mal so böse zu mir sein? Es ist mir egal, ob es meine Aufgaben sind. Du machst sie jetzt. Ey, bitte nicht, Mann. Immer muss ich den ganzen Abwasch erledigen und so. Das ist doch deine Aufgabe. Nein, du machst sie jetzt so, Punkt. Nein, ich will aber nicht. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer, Mann. Das reicht mir. Du gehst nicht auf dein Zimmer. Ja, okay, okay, ich mach ja schon. Warum hast du ein Messer dabei? Das wirst du noch sehen. Ja, okay, okay, okay. Hey, Mann, jetzt muss ich wieder den ganzen Abwasch machen. Ich glaub's nicht, Mann. Ja, okay, okay, dann mach ich halt den Abwasch, Mann. Oh, Mann, ich hasse sie, Alter. Ah, oh, okay, ich bin jetzt fertig mit dem ganzen Abwasch. Ey, das war so viel, Mann. Okay, vielleicht darf ich ja jetzt aufs Date gehen. Ich frag sie mal. Wo ist sie denn? Sie musste doch den Kamin reinigen, oder nicht? Hä? Ey, das ist doch nicht ihr Ernst. Ich muss hier die ganze Drecksarbeit machen und sie sonst nicht da auf der Bank, oder wie? Mann, ich hasse sie so sehr. Warte, ich frag sie. Vielleicht ist sie ja mal nett. Ey, Babysitterin. Was willst du? Also ich habe den Abwasch jetzt erledigt. Darf ich jetzt aufs Date gehen? Und der Abwasch, der muss auch noch erledigt werden. Ja, aber ich habe den Abwasch doch schon gemacht. Nein, da ist alles dreckig. Hä, stimmt doch gar nicht. Ich habe da gerade alles sauber gemacht. Warum tust du mal so, als würde ich lügen? Ja, dann schau wenigstens, ob Wasser im Pool ist. Dann kannst du auf dein Date gehen. Ja, okay, okay. Also wenn ich schaue, ob Wasser im Pool ist, dann darf ich aufs Date gehen, oder wie? Ja. Oha, okay, okay, okay. Warte mal. Ja, was hast drin? Warum? Aua! Aua, dein Ernst? Ich bin jetzt plitschnass wegen dir. Das muss ich auf TikTok posten. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Wegen dir bin ich jetzt voll nass. Ey, Mann, du bist so böse, Mann. Ganz ehrlich, ich geh auf mein Zimmer. Ich hasse dich, Mann. Kann man so böse sein? Ey, Mann, ich versteh's nicht. In 10 Minuten müsste ich beim Date sein. Und jetzt ist es schon so spät und ich hab immer noch nichts gemacht, Mann. Ganz ehrlich, ich muss bei Vasili anrufen. Der muss mir irgendwie helfen, Mann. Ey, Vasili, Bro, bist du da? Hallo, hallo? Bitte, Vasili, bitte geh ran. Ey, was macht der denn schon wieder? So, Freunde, jetzt mache ich mich fresh für das Doppeldate, was ich mit Orksi und seiner Freundin und meiner Freundin habe. Das wird so fresh, Leute. Also hier meine Hände waschen, damit ich auch gut rieche. Meine Haare sind auch fresh unter der Mütze. Ihr wisst Bescheid. Und jetzt an der... Warte mal. Wer ruft mich da gerade an, Mann? Ich wollte doch gerade losgehen. Ach, Mann, das ist bestimmt Orksi. Der braucht bestimmte Tipps, um sich umzuziehen. Hallo, Orksi, bist du da? Ey, Vasili, Bro, ich komme hier nicht raus aus dem Haus, Mann. Meine Eltern haben wieder diese böse Babysitterin angerufen von letztens, weißt du noch, Bro? Und ich komme jetzt einfach nicht mehr raus, Mann. Was? Wie? Entweder du verarschst mich gerade, weil du wieder Angst hast, im Dunkeln rauszugehen, oder es ist wirklich diese eine Babysitterin, die letzten Sommer schon bei dir war. Ja, Bro, genau die ist das, Mann. Und die lässt mich nicht zum Date denn jetzt machen. Jetzt ernsthaft, Bro? Als ob? Ey, Bro, ich brauche irgendwie deine Hilfe, Mann. Ich muss hier irgendwie rauskommen. Kannst du irgendwie kommen und mir helfen, Bro? Ja, Bro, wie soll ich denn helfen, hä? Was soll ich denn machen? Bro, bitte, du musst mich irgendwie herausholen, Mann. Ja, okay, ich komme dann direkt jetzt bei dir vorbei, okay? Okay, Bro, dann bis gleich, ja? Ja, ich versuche dir zu helfen, dann bis gleich. Bis gleich, Bro. Okay, okay, okay. Ey. Mit wem hast du gerade telefoniert? Mit niemandem. Wie kommst du auf, dass ich telefoniert habe, hä? Ich hab's doch genau gehört. Nein, ich hab nicht telefoniert. Ich hab mit, Wem hast du telefoniert? Ja, ich hab mit Vasili telefoniert. Was ist denn daran so schlimm? Handy her. Warum mein Handy, Mann? Nicht dein Ernst. Du gibst jetzt dein Handy her. Nein, warum denn mein Handy? Doch, du gibst es jetzt her. Ich leg's mir neben mein Geld, Mann, ganz ehrlich, was Papa mir gegeben hat. Und das Geld kannst du mir auch gleich geben. Hä, warum denn? Warum musst du jetzt mein Geld geben? Ist das dein Ernst? Weil ich mich mit dir abgeben muss. Mann, ey, hör auf damit. Gib schon her. Ey, nein, gib mein Handy und mein Geld wieder. Was soll das, Mann? Ey, du bist so böse, ne? Ich werde das alles Mama und Papa erzählen. Die werden dir eh kein Wort glauben. Ich bin eh viel zu nett bei dem. Ey, du bist so böse, Mann. Ganz ehrlich, geh einfach weg, Mann. Lass mich einfach in Ruhe. Nein, 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 nein. Du kommst jetzt mit. Wie? Wohin soll ich mitkommen? Du kommst jetzt mit. Nein, ich will nicht mitkommen. Ich will in meinem Zimmer bleiben. Du kommst jetzt mit? Ja, okay, okay. Warum hast du eine Packel dabei? Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Ey, was hat sie mit mir vor, Mann? Die ist so böse. Was willst du mit mir machen? Was ist mit dir? Tja, das wirst du schon sehen. Jetzt komm. Ja, okay, okay, okay. Ich freue mich, ich verstehe es gar nicht, Mann. Ich hoffe, Vasili kommt bald mal. Oh, wo gehst du hin? Schneller. Hier ist doch nur unser Bücherregal. Rein da. Oh, was ist das hier? Seit wann haben wir hier so einen Raum? Hast du das gemacht? Gehst da jetzt rein? Nein, ich will da nicht rein. Warum? Du gehst dort jetzt rein. Warum muss ich da rein? Ist das dein Ernst? Woher kommt der Raum hier überhaupt? Sag ich dir nicht. Rein da. Ey, bitte, ich will da nicht rein, Mann. Da drin stinkt's voll, das ist voll dreckig. Du gehst da jetzt rein. Warum? Ey,
Bitte. Ey, nein, warum schließt du ab, bitte? Hör auf damit. Das hast du verdient. Ey, das ist doch nicht ihr Ernst, Mann, Digga. Hier ist voll dreckig drin. Wie komme ich hier raus? Ey, hier ist voll klein. Warum machst du das? Weißt du, warum ich das mache? Weil ich dich einfach nicht leiden kann. Guck dich doch mal an. Und das werde ich jetzt schön alles auf TikTok posten. Ey, wie jetzt? Du sperrst mich hier einfach in einem kleinen Raum ein, um das auf TikTok zu posten? Ist das dein Ernst? Ey, nein, ganz ehrlich, lass mich jetzt raus, Mann. Mach die Tür sofort auf. Warum geht das nicht auf? Nein, ganz bestimmt nicht. Ey, nein, bitte, komm wieder. Nein, bitte, du hast mich hier nicht allein. Nein. Ey, Mann, Freunde, was mache ich denn? Sie hat mich einfach allein gelassen in diesem komischen Raum. Ey, Mann, hier ist es voll dreckig, Mann. Und hier ist nur ein einziger Schlafsack. Ey, Mann, was mache ich denn jetzt? Egal, ich nehme mich hin. Ich hoffe, Vasili kommt mal bald. Okay, Freunde, hier vorne ist das Haus von Orksi. Ich müsste jetzt da sein. Und warte mal. Das ist die böse Babysitterin, von der gesprochen hat. Die sieht richtig schlimm aus. Okay, warte, ich gehe mal bei ihm. Vielleicht geht der an die Tür. Hallo, guten Tag. Ja, hallo. Sie sind doch die Babysitterin von Orksi. Das stimmt, ja. Ah, sie kennen mich, oder? Ja, bist du nicht Vasili? Ja, genau, ich war mal bei Orksi, als sie für ihn gebabysittert haben. Ach so, ja, okay. Ich wollte sie fast fragen. Nämlich, ist es wirklich sehr, sehr wichtig, ist der Orksi hier gerade zu Hause, weil ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Er muss mir helfen, wegen, ich muss gerade meine Hausaufgaben machen in der Schule und ich brauche Hilfe. Wir haben einen Vortrag zusammen gemacht. Aber Orksi ist nicht zu Hause. Doch, der müsste bestimmt zu Hause sein. Vielleicht haben sie ja nicht richtig geguckt. Kann ich vielleicht reinkommen? Ja, schon seit einer halben Stunde weg. Hilfe! Sei still, du Dummkopf! Wer war das? Das war der Anrufbeantworter. Der Anrufbeantworter? Aha, okay, ja. Okay. Ich bin dann erstmal weg, okay? Ja, okay. Schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch. Freunde, die verheimlichen mir doch irgendwas da. Sie ist irgendwie merkwürdig, aber... Naja. Vielleicht ist der Orksi wirklich schon in der Stadt und sie hat ihn rausgelassen. Kann ja sein. Oh Mann, was ist denn los, Mann? Mein Kopf tut so weh, Mann. Wieso hört mich denn keiner? Ich habe die ganze Zeit um Hilfe geschrien. Mit wem hat sie da überhaupt gerade eben geredet? Das ist doch nicht ihr Ernst. Ey, ich will hier endlich raus, Mann. Ey, nein, sie kommt. Ey, oh mein Gott, ich habe so Angst, Mann. Ey, komm her, Mann, lass mich hier endlich raus. Was soll das? Nein, du bleibst da drinnen. Und dein komischer Freund war gerade eben da. Weiß er das? Wie weiß er das? Wie soll ich ihm das denn sagen? Du hast mir alles weggenommen. Ey, warum bist du überhaupt so fies zu mir? Ich habe dir nie was angetan. Ja, ist mir doch egal. Dein komischer Freund kann dir auch nicht weiterhelfen dabei. Ey, warum bist du so böse, Mann? Ich habe dir nie was angetan. Das ist mir egal. Du bleibst da drin und zwar für immer. Nein, bitte. Ey, komm wieder, Mann. Ey, das ist doch nicht ihr Ernst, Mann. Ey, Mann, jetzt lacht sie da auch noch wie ein Esel. Das ist doch nicht ihr Ernst, Mann. Ich werde hier niemals mehr rauskommen. Ich werde jetzt immer drin bleiben, Mann. Was soll das denn? Oh Mann, ey, warte mal. Wo könnte denn der Orksi sein, Mann? Ich suche ihn schon den ganzen Tag. Hey, Vasili, Bro. Vasili, ich bin's. Ich bin hier doch. Bist du ja? Vasili, Bro. Die Psychotante hat mich hier drin eingesperrt, Mann. Du musst mich irgendwie rausholen. Ich wusste, dass aber irgendwas faul war. Wie kann ich dich hier rausholen? Bro, ich glaube, da oben ist ein Loch drin. Du kannst da irgendwie durch bestimmt, Bro. Du musst mich unbedingt ganz schnell rausholen, Mann. Die Schlüssel hängen da an der Wand. Ah, da vorne sind die. Okay. Bro, bitte, komm, Mann. Okay, ich will hier endlich raus, Mann. Komm, spring, Bro. Du kriegst das hin, bitte. Okay. Und. Okay, Bro, wir haben 17.59 Uhr, wir können es noch auf Stage schaffen, wenn du mich jetzt rausholst. Ja, Bro. Ja, gut. Nimm den Schlüssel. Komm. Mach die Tür auf, mach die Tür auf. Oh mein Gott, endlich Freiheit, Bro. Ich war so lange nicht mehr frei. Ey, Bro, ich danke dir echt für deine Hilfe, Mann. Endlich bin ich draußen. Wir müssen jetzt ganz schnell raus, Bro. Wir können es noch zum Date schaffen, wenn wir uns beilen. Bro, aber wie kommen wir jetzt hier raus? Ja, Bro, irgendwie. Hier, schau mal, das ist das Bücherregal bei uns, Bro. Wir müssen das irgendwie drücken. Komm, helf mir, Bro. Komm, drücken. Eins, zwei, drei und. Drei ist. Orksi, wohin wollt ihr beide denn? Ey, was soll das, Mann? Lass uns doch jetzt endlich raus. Wir wollen doch auch endlich raus. Warum sperrst du uns überhaupt ein? Nein, wie ist überhaupt er reingekommen? Wie ist er reingekommen? Er ist mein bester Freund. Denkst du, er lässt mich im Stich, oder wie? Als ob ich meinen besten Freund einfach im Stich lasse, Mann. Ich rette ihn natürlich. Genau. Das ist mir komplett egal. Entweder geht ihr jetzt beide rein oder ihr kriegt Konsequenzen. Wie Konsequenzen? Hä, meinst du dein Messer oder wie? Sie hat eine Waffe. Ja, chill, komm mal runter, Mann. Okay, chill, wir gehen ja schon rein. Hey, Vasili, was machen wir denn jetzt? Ja, schießt uns sonst. Ja, natürlich müssen wir dort rein, sonst bringt ihr uns um, Mann. Ja, okay. Ey, leg deine Waffe weg, okay, Babysitterin, wir gehen ja schon rein. Die ist aber abgeschlossen, du musst aufmachen, wir haben die Schlüssel gar nicht mehr. Boah, jetzt macht hinne. Ja, okay. Ey, Vasili, was machen wir denn jetzt, Mann? Keine Ahnung. Ey, können wir nicht irgendwas machen, dass wir hier rauskommen? Wir haben noch ein Date.
Nein, 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 nein. Ach so, stimmt ja. Dein Handy gibst du mir jetzt auch noch. Nein, dein Handy ist unsere letzte... Ich hab gar kein Handy. Natürlich hast du ein Handy. Ey, Oxy, was soll ich denn jetzt machen, Mann? Wenn ich das Handy abgegeben habe, haben wir keine Chance mehr rauszukommen. Vasili, gib mir das einfach, sonst wird sie uns töten, Mann. Bitte. Ja, okay. Dann können wir halt nicht die Polizei anrufen. Hier, nimm... Danke schön. Geht doch. Ey, aber warum sperrst du uns hier ein? Lass uns doch bitte raus. Was soll das? Los, jetzt geht da rein. Ja, okay, okay. Ey, bitte nicht Tür zu machen. Nein, nein, nein. Hier ist jetzt schon wieder abgesperrt, Bro. Es geht nicht auf. Ey, warte, warte, warte. Was? Ey, bitte, können wir nicht irgendwas machen? Wir wollen hier endlich raus, Mann. Nein, bleib dort für immer drinne. Vasili, Mann, sie geht jetzt einfach. Was sollen wir denn machen? Warte, bleib stehen, bleib stehen. Keine Ahnung, Mann. Ey, Vasili, Bro, was sollen wir denn jetzt machen, Mann? Weißt du, was ich gemacht habe, bevor ich hier reingekommen bin? Wie, was hast du gemacht? Schau mal, du hast mich doch in der letzten Folge einfach angerufen, damit ich zu dir kommen soll, weil die Babysitterin sich irgendwie gefangen hält oder sowas. Und weißt du, was ich dann direkt gemacht habe? Hä, was hast du gemacht, Bro? Ich hab direkt die Polizei gerufen. Warte, warte, meinst du das gerade ernst, Bro, nachdem wir telefoniert haben, oder wie? Ja, du weißt doch ganz genau, ich habe bei ihr geklingelt, dann habe ich deinen Hilfeschrei gehört und dann habe ich direkt die Polizei gerufen. Aber ich musste noch selber handeln, deswegen bin ich schnell hier reingekommen. Also heißt das, dass die Polizei gerade auf dem Weg ist? Ja. Ja, hoffentlich, Mann. Die müsste jeden Moment da sein. Nicht mal einmal kann man Donut hier essen. Direkt Notruf. Mensch, Meier. Ach, hier ein Spielplatz. Ja, als ich ein Kind war, die Spielplätze waren mit uns überfüllt. Ja, mit uns. Ja, ja. So, ich glaube, hier ist das Haus, ne? Ja. So, ich muss das ganze Haus hier einmal durchsuchen. So. Hallo? Ja, hallo? Hallo, guten Tag, Friedrich Mehrhauen hier. Ich muss einmal das ganze Gebäude hier einmal durchsuchen. Warum? Was ist denn für ein Problem? Mrs., gehen Sie bitte zur Seite. Ich habe einen Notruf bekommen. Einmal bitte zur Seite. Ich muss das ganze gesamte Gebäude durchsuchen. Nein, 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 nein. Könnten Sie aber zuerst sagen, was das Problem ist? So, Mrs., wenn Sie mir in 3 Sekunden nicht aus dem Weg gehen, dann muss ich rechtlich vorgehen. Und das ist nicht kitzelig oder betatschig. Das wird ein bisschen wehtun, Madame. Naja, okay, wenn es sein muss. Ja, gehen Sie zur Seite. Mensch, Maya, heute die Jugend. Ich glaube, ich kringel hier. Wo ist denn das Kind hier? Ich habe einen anonymen Anruf bekommen von einem Kind. Und wenn es wieder eine Veräppelung ist, jeden Tag werde ich hier veräppelt hier. Mensch. Nur mal so zur Info, ist wirklich alles in Ordnung. Mrs., können Sie bitte einmal runtergehen? Ich sag dann, wenn Sie kommen sollen, okay? Bitte einmal runter. Boah, ja, okay, wenn es wirklich so notwendig ist. Ja. Mensch. So, was ist denn hier? Hier ist keiner. Nee. Badezimmer, ganz normal. Ja, ich wurde wieder veräppelt. Ich glaube ich. Was ist denn das? Ja, ich dachte, ich glaube, ich rieche da was. Okay, einen Moment. So. Was ist denn da? Nein, oder? Oh. Sie sind unsere letzte Rettung. Ey, bitte, Sie müssen uns helfen, Mann. Wer sind Sie? Bitte, ich bitte. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Kinder, ich hole euch hier raus. Keine Angst, ich bin der Friede. Bitte, Sie müssen aufpassen, Mann. Die böse Babysitter. Sie will uns alle töten. Bitte, wir müssen hier raus. Hier ist alles in Ordnung. Ich hole euch hier raus. Genau. Nein, hinter ihn. Passen Sie auf. Nein. Nein. Retten. Wollt ihr auch? Wer von euch hat den Polizisten geholt? Vasili, sie hat sie einfach getötet. Ich hab den nicht geholt, Mann. Woher kommt der? Wir wissen es nicht. Wir beide waren keine das Ahnung, nicht. Mann. Ich glaube, der hat uns eine Schreie gehört. Genau. Ja, klar, wahrscheinlich. Wollt ihr mich gerade hier veräppeln? Wer von euch war es? Ey, wir waren das wirklich, bitte, es tut uns leid. Wieso hast du sie einfach getötet? Ist das gerade dein Ernst? Ist dir eigentlich bewusst, was du gerade getan hast? Du hast einen Menschen umgebracht. Genau. Ja, und? Soll einer von euch auch sterben? Nein, tut uns leid. Okay, tut uns leid. Es tut uns echt leid, bitte. Besser, dass es dir leid tut. Ansonsten wird einer von euch auch noch sterben. Ja, okay. Beruhig dich. Ja, wir beide waren das nicht. Wir machen nichts mehr, ja? Es tut uns echt leid. Ja, wirklich. Wartet ruhig ab. Ich komme noch wieder. Nein, warte. Was willst du jetzt mit uns machen, Mann? Sie hat einfach den Polizisten getötet, Mann. Sie ist krank, Mann. Sie ist komplett krank, Bro. Egal, lass warten, okay? Ich hab so Angst, Mann. Oh. Ey, aufwachen. Was ist denn los, ey? Ja, was Mach ist denn? Jetzt auf. Ja, okay, sie hat die Waffe, Bro. Wach auf. Vasili, sie hat die Waffe draußen. Aufstehen. Aufstehen, Bro. Sie hat die Waffe draußen. Okay. Was ist denn? So, da ihr nichts macht, kommt jetzt mal raus und macht die ganze Arbeit. Den ganzen Dreck müsst ihr alles aufräumen. Wie? Wir dürfen raus? Ihr räumt alles auf und danach kommt ihr wieder da rein. Ich will nicht aufräumen, Mann. Warum müssen wir immer aufräumen, Mann? Du machst es. Okay, bitte tu die Waffe weg. Wir machen das schon. Ja, okay. Hey, Vasili, ich hab voll Angst, Mann. Okay, Bro, vielleicht können wir hier irgendwie wegkommen. Ja, okay. Was sollen wir denn machen? Ihr seht doch, wo Dreck ist, oder seid ihr blind? Ich sehe hier nirgendwo Dreck. Hier ist doch alles sauber. Ich hab doch vorhin schon alles geputzt. Oh mein
Es war so klar, dass du wieder nichts auf die Reihe kriegst. Hä, wie? Ich habe vorhin die ganze Küche geputzt. Schau mal, wie es hier blitzblank aussieht. Dein Ernst? Was für blitzblank? Da ist einfach alles dreckig. Hä, ich ist... Jetzt mach das einfach alles sauber, das ist zu viel verlangt. Ja, okay, wir machen ja schon. Komm, Basi, du machst den Herd, ich mach hier hinten, okay? Okay. Boah, ich hab jetzt alles sauber gemacht. Hier sollte jetzt blitzblank sein, aber Bro, warte mal, komm mal bitte her. Vasili. Ja? Schau mal, Bro, sie hat hier einfach diesen Knochen, Mann. Was hat sie damit bitte gemacht? Denkst du, sie ist Kannibalin? Bro, glaubst du, das war der Polizist? Denkst du, sie hat den Polizisten einfach gegessen? Ich weiß nicht, aber wir müssen ihr sagen, dass wir fertig sind, sonst tötet sie uns. Komm mit. Babysitterin, wir sind fertig. Also wir haben die ganze Küche aufgeräumt. Hier ist trotzdem noch alles dreckig. Was für dreckig? Da drin ist alles sauber. Und warum ist es hier so dreckig? Hier liegen die ganze Zeit Flaschen herum und sowas. Tja, ihr dürft das halt aufräumen. Hä, wie aufräumen? Dein Ernst? Doch, ihr macht das jetzt so, ihr wisst uns. Ja, los, jetzt macht hier alles sauber. Ja, okay. Okay, Bro, ich habe alles aufgeräumt, du auch? Ja, ich bin auch fertig. Komm, wir sagen ihr es. Okay. Wir sind jetzt fertig. Dürfen wir jetzt. Also, kannst du gehen? Darf ich mein Haus wieder haben, bitte? Wow, das wird schon aufrühren. Geh schon mal schneller. Und nein, ihr dürft noch nicht gehen. Ihr kommt jetzt beide mit. Ey, bitte, wir wollen doch nur nach Hause, Mann. Ey, Vasili, Bro, warte mal. Wieder an euren Käfig. Ja, okay. Ey, Vasili. Guck mal, ich werde jetzt versuchen, ihre Schlüssel rauszunehmen aus ihrer Hosentasche, okay? Ich muss irgendwie nah an sie rankommen. Warte mal. Warte, hier liegt noch ein bisschen Müll. Warte, ich heb das kurz auf. Und ja, genau, hier vorne auch. Bro, ich hab die Schlüssel. Komm. Ja, okay, wir gehen da jetzt schon rein. Okay. Ja, jetzt geht doch mal, es geht auch schneller. Ja, okay. Okay, tut uns leid, wir gehen jetzt rein. Und ihr bleibt dort auch drin. Bro, ich hab die Schlüssel, Mann, was ist? Ich hab die Schlüssel. Tja, Bro, aber was, wenn wir da rausgehen, sie vor der Tür steht und uns da einfach erschießt? Du weißt ganz genau, wenn sie sieht, dass wir hier abhauen wollen, dann erschießt sie uns einfach. Deswegen müssen wir uns echt schleichen, Bro. Wir müssen jetzt warten. Sie geht immer schlafen, wenn sie mich früh gebabysittet hat um diese Uhrzeit. Deswegen, vielleicht geht sie jetzt schlafen, dann müssen wir irgendwie rauskommen, okay? Okay. Lass auf den richtigen Moment warten und dann lass sie ausbrechen, okay, Bro? Wir kriegen das beide hin zusammen. Ich will einfach nur zurück bei meiner Mutter und bei meinem Vater sein, okay? Schau mal, die sperrt uns einfach hier ein. Was sollen wir machen? Bro, ich hab doch jetzt die Schlüssel, wie gesagt. Komm. Okay, lass jetzt ausbrechen, ja? Okay, komm. Okay, wir kriegen das hin. Und Es geht. Okay, ganz leise sein. Für Fortnite, Bro. Komm. Okay, helf mir jetzt zu drücken. Ja, Bro, wir müssen das hinkriegen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Drei. Okay, wir sind draußen. Ganz leise sein. Wir müssen wieder zumachen. Okay, wir müssen jetzt irgendwie hinkriegen, da rauszukommen. Ja, wir schalten uns jetzt raus. Okay, wir kriegen das hin, Bro. Wir kriegen das hin, Mann. Wir kriegen das 100% hin. Okay, wir müssen erstmal abchecken, wo sie ist. Ist sie rechts? Nee, rechts alles sicher. Alles rechts sicher. Bro, sie ist auf der Couch. Sei leise. Warte mal, ist sie schleicht da oder so? Ach, ich weiß schon, was ich mit Oxy mache. Erstmal in den Ofen stecken. Ey, was ist bitte für ein Psychopath, Bro? Wir müssen hier ganz schnell raus. Wir müssen irgendwie meine Eltern anrufen können. Okay. Wir dürfen ja nicht zu hören sein, okay? Komm. 1, 2, 3, okay. Okay, Bro, wir sind gleich an der Tür. Ganz ruhig. Okay, Bro, ich mach jetzt die Tür auf, ja? Und? Hä? Bro, sie ist abgeschlossen, Mann, es geht nicht auf. Hä, was ist hier los? Versuch mal, die Tür aufzumachen. Es geht nicht, Bro. Es geht nicht, Mann, es geht nicht. Komm, Bro, drücken. Wir müssen die Tür aufkriegen. Komm, Bro. Ach, Leute. Bro? Vasili? Das ist nicht so, wie es aussieht. Wie seid ihr überhaupt rausgekommen? Wir haben die Schlüssel aus deiner Hosentasche vielleicht genommen. Ihr kommt jetzt sofort mit. Hey Bro, glaubst du, sie wird uns jetzt erschießen, Mann? Ich will nicht sterben. Bitte. Geht dorthin. Ja, okay. Bitte, genau, wir sind echt zu jung. Tut uns leid, bitte. Auf den Boden. Ja, okay. Komm, Bro. Tut uns leid, ja, wir machen das nie wieder, bitte. Es tut uns echt leid. Ach, Oxy, auf dich habe ich längerem eh keinen Bock mehr. Und wenn du ein falsches Wort deinen Eltern sagst, dann bringe ich dich um. Kinder, wir sind zu Hause. Oh Gott, mein Vater ist da. Mama und Papa sind da, Bro. Papa, endlich bist du zu Hause, Mann. Na, wie war's mit der Babysitterin? Alles ist gut gelaufen. Ach, alles gut, ja, dann. Wie, alles gut gelaufen? Nein, Papa, nicht ist gut gelaufen, Mann. Sie wollte mich gerade... Nein, Papa, hör mir zu, Mann. Sie wollte mich gerade töten. Sie wollte mich gerade erschießen. Nein, wollte ich töten. Ja, dann ausreden, damit du keine Babysitterin mehr bekommst. Ja, kannst du jemand anderen waschen. Ach, Orks mit deinen blühenden Fantasien. Nein, warum lügst du jetzt? Du wolltest uns doch gerade noch erschießen. Kevin, du kannst das doch bestätigen, ne? Komm her. Aus Mickey Mouse, sie hat recht. Du widersprichst doch nicht der schönen Babysitterin. Wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Nein, aber das stimmt nicht. Nein, von dir will ich auch nichts hören, Kevin. Ja, okay, Papa, tut mir leid. Also dann, jetzt kriegst du deine Bezahlung hier nochmal 50 Euro, wenn ich dir das kann doch nicht sein, Mann. Wie? Sie kriegt ihre Bezahlung, dass sie uns festgehalten hat und eingesperrt hat? Oxy, ich schick dich gleich nach Hause.
Oxy, bis nächstes Mal. Nein. Nein, bis Papa. Nächstes Mal. Tschüss. Freunde, rechts und links findet ihr weitere Videos. Und ich muss ehrlich sagen, die Folge auf der rechten Seite ist extrem lustig geworden. Deswegen drückt gerne drauf. 1, 2, 3. Bis gleich, Freunde. Bis in die nächste Folge. Let's go.